Hallo, grüß euch. Ich konnte noch guten Morgen sagen. Es ist noch Vormittag zumindest, immerhin. Ich bin euch ja noch schuldig geblieben. Wir haben damals die Hartholzblöcke gemacht. Das ist ja nicht so lange aus. Und dann haben wir einige geschrieben und auch gefragt, wie das jetzt ist mit dem Säubern. Beziehungsweise habe ich das kurz einmal erwähnt. Da habe ich mir gedacht, jetzt machen wir das vielleicht ganz kurz im Vorbeigehen, weil momentan können wir eh nicht säubern, aber einfach, dass man es einmal kurz anredet, um was es da geht. Mit dem fangen wir an. Das ist aber in ein paar Minuten erledigt. Und nachher hätte ich gesagt, machen wir eine kleine Runde, weil ich muss noch so viel da im Garten, ich habe überhaupt keinen Plan, was, schauen wir, was mir als erstes anspringt, was ich machen muss. Ihr seht's, schnelles Gehtempo, ich hab viel zum Tun. Aber bevor ich da irgendwas sage dazu, ich habe nämlich gestern angefangen, aber habe es natürlich wieder nicht zu Ende gemacht. Ich muss ja die ein bisschen fixieren, weil die Lala, keine Ahnung, da taugt sie, da geht es selber hin und her. Jetzt habe ich mir da ein Spezialsystem ausgedacht. Ich habe einfach da kleine Nagel eingebohrt. Da seht ihr das. Da habe ich dann die Köpfe angezwickt. Und genau das gleiche mache ich jetzt bei dir, weil die habe ich erst gestern draufgeklickt. Jetzt mache ich da einfach ein Mini-Löchchen, der einfach draufgeklickt und einmal angedrückt. Jetzt mache ich da kleine Löcher und dann schlürfen die da rein. Dann kannst du es nicht runterhauen, wenn es da patrouilliert. Gestern war es wärmer, also richtig warm. Und zum Glück habe ich mit Niklas da schon ein bisschen gefilmt herum. Ich hoffe, dass unsere filmischen Meisterwerke was vorhin sind. Da ist richtig ein Zugang gewesen. Jetzt sind ja um die Zeit das war jetzt besonders. Es war jetzt wirklich eine wichtige Information. Um die Zeit sind ja hauptsächlich die wo sind die Löcher? Wie gesagt, ESA, das ist meine Ernst. Ich werde bei euch anfangen. Irgendwas boykottiert mich schon wieder. Nein. Alles funktioniert. Genau. So. Da geht nichts mehr. Das hält jetzt da. Jetzt bin ich mal diesbezüglich erleichtert. Jedenfalls ist schon ein ganz interessantes Thema, sich einmal Gedanken drüber zu machen, muss man die einmal putzen oder nicht, weil ich habe das ja einmal erwähnt und dann haben wir es ein bisschen geschrieben. Es ist so, prinzipiell, diese Blöcke nach einigen Jahren, also alle, die jetzt neu so einen Block liegen haben, brauchen sie jetzt einmal sagen, 2-3 Jahre nicht viel Gedanken machen, aber der liegt schon länger da. Ich glaube, dass jetzt das dritte Jahr liegt. Mit der Zeit, und man sieht das da ganz schön, werden immer mehr der Gänge besiedelt und nicht alle, weil jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, weil noch nicht alles ausgeschlüpft ist, jetzt haben wir April, also da kann noch einiges daherkommen, weil es sehr viel verdeckelt ist, aber mit den Jahren ist es einfach so, dass sie in manchen Löchern immer mehr ansammelt an Material, das heißt das Baumaterial, der Lehm, wo es die Zwischenwände machen, alter Bollen, wenn die Larven nicht alles auffressen, tote Larven, manchmal stirbt die Larve oder die Larven. Also ein Haufen Müll kann sich da ansammeln. Da gibt es Wildbienen, die putzen das selber aus, Schermbienen zum Beispiel. Aber sehr viel machen das auch nicht, wie die, die jetzt als allererstes fliegen, sind meistens die rostroten Mauerbienen oder die gehörnten Mauerbienen, die fliegen jetzt um die Zeit. Die sind einfach lazy, die sind wie wir, die wollen eigentlich eine Putzkraft haben, die das erledigt. Man sagt ja nicht mehr Putzkraft, wie sagt man?
wie sagt man da dazu? Irgendwie im Facility, ich habe schon vergessen, keine Ahnung. Jedenfalls, die sind halt bequem, die machen das nicht selber. Die suchen sich immer einen eigentlich unbelegten neuen Gang, deshalb habe ich die gestern da draufgelegt, weil ich gemerkt habe, da ist viel los, aber heute hat es angekühlt auf 7 Grad oder so, jetzt fliegt noch nichts, vielleicht kommen sie noch. Jetzt habe ich da einfach Option dazu geschaffen. Hat vielleicht evolutionär auch den Sinn, konnte ich mir vorstellen, alte Gänge, in denen sind dann ganz gern noch so ein bisschen Parasiten unter Umständen drinnen, Milben und so Sachen. Und das wissen natürlich die Milben, die Bienen. Deshalb gehen sie lieber in einen neuen Gang, weil der ist sicher clean und sauber. Aber es gibt durchaus welche, die putzen diese Gänge. Man sieht das dann, weil die schmeißen dann alles runter. Dann liegt da unten ein Haufen verklumpert, was aussetzen. Aber unsere ersten Bienen machen das eigentlich nicht. Ah, jetzt höre ich schon wieder, die nächste kommt schon. Schau, wie es wählerisch sind. Und ich möchte noch kurz zitieren, es ist schon eine Zeit los, ich weiß nicht, ob es zufällig vielleicht zuschaut, die Annette aus Brandenburg. Moin, moin, moin. Wann kann ich die alten Bienenhotels abräumen, wenn es alle 2 Jahre erneuert werden soll? Also es ist so, du brauchst jetzt nicht diesen Block alle 2 Jahre wegschmeißen und erneuern. Kann man gern machen, bitte alle 2 Jahre neu kaufen. Ist sicher nicht nötig. Es ist prinzipiell so, dieser Block, der liegt jetzt das dritte Jahr da, würde ich einmal sagen. Und man sieht da ganz gut, wie stark der schon belegt ist. Es beginnt jetzt auch schon wieder die Belegung, aber vor den vorigen Jahren. Und irgendwann ist so ein Block ziemlich durchbesiedelt. Und dann gibt es eben Mauerbienen, so wie die ersten, die jetzt fliegen. Die putzen selbst die Gänge nicht aus oder nur in einem Ausnahmefall oder manchmal rahmen sie den Müll, der da drinnen ist, zurück. Müll heißt die alten Lehmreste, alte Bollenreste, irgendwelche Babyleichen, man muss es so sagen, die es nicht geschafft haben. Also alles, was da in diese Löcher so drinnen ist, die machen sich die Füßchen nicht schmutzig. Es gibt zwar schon welche Löcherbienen zum Beispiel oder Scherenbienen, die putzen sich die Löcher selber aus. Das sieht man dann auch, weil da liegt unten dann ein Haufen Müll, wenn die kommen, dann rahmen sie alles selber aus. Das ist unglaublich, mit ihren Mandibeln nagen sie diese Reste raus. Aber in dem Fall ist so, irgendwann versifft sozusagen unsere Nistbienenhilfe und dann wird es Zeit. Aber da habt ihr 2-3 Jahre in etwa Zeit dazu. Und ich hab mir leider den Namen nicht kopiert. Mir hat dann jemand alles ganz nett zurückgeschrieben und erklärt, wie man sowas macht. Es ist nicht kompliziert, deshalb sage ich es jetzt nur ganz kurz, weil jetzt auch nicht die richtige Zeit dazu ist. Aber im Herbst macht man sowas eigentlich. Wenn ihr dann seht, okay, zum Beispiel so wie die ist wunderschön verdeckelt, ganz schön elegant. Einige sind halt schön verdeckelt. Und im Herbst, wenn Schluss ist mit der Wildbienensaison, dann geht ihr her und markiert alle, die schön zu verdeckelt sind, mit einem Farbtupfer, zum Beispiel ein Deckweiß oder irgendeine Wasserfarbe, egal. Im nächsten Jahr, im Folgejahr dann, ich sage jetzt keine Jahreszahl, weil es könnte sein, dass in 15 Jahren das wer anschaut, aber im Folgejahr dann wird es so sein, dass im Frühjahr wieder neue Bienen dazukommen und vielleicht wieder ein paar Löcher besiedeln. Und dann wartet es aber bis in Herbst. Und bis in Herbst wisst ihr es dann, okay, da, wo noch ein Punkt, zum Beispiel ein Deckweißpunkt zu sehen ist, da hat sich nichts getan. Die sind nicht geschlüpft. Und die halt neu besiedelt haben, das sieht man dann am neuen Tondeckel. Das heißt, da könnte man dieses Spiel dann von Neuem starten. Aber nachdem jetzt eh nicht die Zeit ist dazu, haben wir jetzt eigentlich stressfreies Betrachten. Und können uns da dran erfreuen, was da los ist. Und vielleicht sage ich es immer wieder dazu, mit dieser Art der Nisthilfen, sei es jetzt Hartholzblöcke oder auch diese Bambusröhrchen oder die Schilfröhrchen, kannst du ja nur einen ziemlich geringen Anteil unserer heimischen Wildbienen eigentlich die Möglichkeit geben zu brüten. Der überwiegende Teil der Arten brütet ja in der Erde. Das heißt, wir sollten auch schauen, dass wir wirklich im Garten solche Lebensräume schaffen, dass die Erdbewohnenden brüten können. Aber es ist natürlich eine super Möglichkeit, die Lebewesen einfach zu beobachten und ihnen halt einen zusätzlichen Raum zu geben, wo sie brüten können. Das macht das Ganze irgendwie so spannend. So, was ist jetzt? Wo sind sie jetzt? Jetzt sitzen wir da und filmen und sie kommen nicht. Das ist eine Frechheit.
Jetzt muss ich euch noch wirklich eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe das gestern wieder raufgestellt, dieses Holzstück. Aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe es irgendwann gezeigt oder vielleicht habe ich es in einem Beitrag einmal drinnen gehabt. Das habe ich beim Klirben, also beim Holzscheiter machen, ist mir das irgendwie aufgefallen, weil so viele Käfergänge drinnen sind. Das wäre das eigentlich Schöne. Es ist ja absurd. Wir haben ja in unserer Landschaft, in unseren Gärten eigentlich nichts mehr liegen, also totes Holz, wo sowas von Natur aus passiert. Weil genau das machen Käfer in totem Holz. Sie bohren Gänge rein, der Borkenkäfer macht es ins lebende Holz. Und in diese Gänge, in diese Bohrgänge, genau diese Gänge werden von den Bienen eben gesucht. Sind sogar außen in der Borkenwöche, sieht man auch schön. Und da legen sie dann, genau wie da, genau das Gleiche, legen sie dann ihre Nistgänge an. Jedenfalls habe ich das so stehen gehabt im Keller und davor ist ein kleines Glaserl gestanden. Und in dieses Glaserl rein ist eine frisch geschlüpfte Wildbiene reingefallen. Das habe ich zufällig gesehen und die habe ich dann ausgetragen. Und die ist dann eh irgendwann einmal weggeflogen. Die war noch ganz voll mit diesem Lehmmörtel, so lustig ausgeschaut, aber was das für ein Zufall ist. Aber weil ich eben das im Keller stehen gehabt habe. Jetzt habe ich es wieder rausgestellt, vielleicht sind noch welche drinnen. Ein paar Sachen sind noch verschlossen, ja, werden wir sehen. Aber da sieht man, selbst in so etwas Kleinen nehmen sie das schon an, ist unglaublich. Also wir haben jetzt da, eigentlich sind die Gräser schon weg. Das sind die Rutenhirse Northwind. Es ist zwar kein einheimisches Gras, aber ich habe sie in dem Fall eigentlich bewusst gesetzt. Es sieht sie nicht aus, das war mir ganz wichtig. Also man keine Aussage, das ist irgend so ein steriler Klon, fragt mich, wie das funktioniert. Und es macht halt eine schöne Höhe. Und zwischen diesen Gräsern drinnen entwickelt sich dann jede Menge anderes Zeugs. Deshalb war es jetzt einfach auch schon höchste Zeit. Da zum Beispiel die Krokusse. Wenn man genau schaut, man kann unglaublich viel finden drinnen. Skabiosen, Flockenblumen, da haben wir unser Moorblaugras. Dann jede Menge Storchschnabel, die werden auch immer mehr. Eine Lala ist dazwischen, da kommt sogar eine Tanne, sehe ich da. Dann haben wir da Bartnelken, das seht ihr eigentlich alles selber aus. Schaboxkraut, Kronenlichtnelke, irgendwelche Zwiebeln, also alles mögliche ist da dazwischen. Ich entferne eigentlich um die Zeit wirklich nur die Gräser, weil die decken natürlich den Boden stark ab, nehmen das Licht und mit der Zeit würden diese Gräser zerfallen und dann reichert sie da immer mehr Materie an, das will man nicht. Wir wollen hier Licht, weil es ist eigentlich eine Lichtvegetation. Wir imitieren sozusagen eine Art magere Weide, könnte man sagen. Eine kiesige, schottrige Weide, so irgendwie in diese Richtung. Also müssen die weg und das Coole ist, nämlich auch an diesem Gras Northwind, es kommt ganz schön eine Masse zusammen. Und das kann man super brauchen. Ich mache mit dem die verschiedensten Sachen mit diesen Gräsern da. Deshalb mache ich das eigentlich immer, wenn es trocken ist, wenn das Gras trocken ist. Sie hat auch die gleiche Farbe wie die Gräser. Gibt es sonst noch was zu sagen dazu? Ich weiß es nicht. Da ist sogar ein Ziest, ein Heilziest. Da fuhren sie hier ein Veilchen. Die Dinge, die da zwischen wachsen, die habe ich großteils nicht gesetzt. Ich habe weder die Storchschnabel gesetzt, noch die Ziest zum Beispiel. Die kommen alle vor der Böschung unten. Wenn der Wind einmal anders geht, dann weht es die auf. Und der Ziest ist ja ganz lustig, ist ja ein Dunkelkeimer. Da braucht der Samen eine Zeit, bis er in die Erde einsickert, dass es finster hat. Und dann keimt er. Das braucht oft recht lang. Ja, die Veilchen, die vertragen die Ameisen, die Samen. Skabiosenflockenblume sahen sie recht gut aus. Da kommt eine Distel da drinnen, die werde ich sicher auch stehen lassen. Disteln sind immer gut, immer super, immer wertvoll. Also das ist eigentlich ganz interessant und genau das wäre auch noch eine wichtige Sache. Lara, jetzt muss ich dich leider da. Ich muss dich leider runterschmeißen. Wir haben da ein kleines Schneckenhaus. Und das wäre auch was, weil wir ja vorher das Thema gehabt haben mit den verschiedensten Wildbienenarten. In Österreich haben wir ja über 700, in Deutschland haben wir weit über 500. Und es gibt ein paar, die in Schneckenhäusern ihre Brutzellen anlegen. Es ist ja wirklich faszinierend, oder?
Und da kann man es, also das wäre wirklich lohnend, das meine ich ernst, dass man Schneckenhäuser sucht und dann zum Beispiel an gewissen Positionen, es sollte einigermaßen sonnig sein, und die Wildbienen, die Schneckenhausbienen, brauchen natürlich einigermaßen oder jede Menge so ein Material, mit dem decken sie dann diese kleinen Häuserln ab. Also auf sowas achte einfach, dass wirklich genügend Materie dazwischen liegen bleibt, organische Materie, aber die Gräser, die müssen weg, weil wir brauchen da das Licht jetzt. Ja, momentan mache ich halt so meine Runden, wenn man diese Gräser da schneidet vom Vorjahr. Das ist immer, finde ich, eine gute Gelegenheit im Frühjahr, dass man wieder so ein bisschen einen Überblick kriegt, okay, was ist da, wo bringt man vielleicht noch was unter oder wo könnte man was ändern. Das ist ganz ein trockenes Eck, es ist richtig knochentrocken. Das liegt so im Windschatten herinnen, also so richtig eine Lehlage, das ist ja selten bei uns. Da habe ich vor 2 oder 3 Jahren sicher schon aus, habe ich da einmal ein paar wilde Möhren reingestrahlt. Jetzt hat sich immerhin eine super schön entwickelt. Da vorne kommen schon die Kuhschellen jetzt endlich schön daher. Jetzt habe ich diese Gräser, die da herinnen auch sind. 1, 2, 3, die habe ich weggeschnitten. Da ist auch jedes Jahr eine ziemlich eine mächtige Kratzdistel. Wirklich so ein Apparat. Die sieht sich dann immer verhältnismäßig wenig aus. Da kommt wieder eine, das war es eigentlich, mehr sind nicht da, interessanterweise. Also man sieht, Disteln sehen sie wirklich harmlos aus. Die lasse ich natürlich stehen, das wird super, aber man dachte eigentlich, das war ein super Eck, da gehört was einer, was so richtig gut, jetzt haben wir einen Soundtrack, was so richtig gut trocken aushält. Und das wären eben zum Beispiel, da habe ich jetzt gesetzt, 1, 2 violette Königskerzen, die wären vielleicht nicht ganz so groß wie die großen Königskerzen. Und da habe ich eine Königskerze Verbascum Flomoides. Fragt mich, wie die jetzt in Deutsch heißt. Das wird ganz eine mächtige Königskerze. Bin ich schon gespannt, wie groß die wird. Die werden sich sicher wohlfühlen, weil Königskerzen machen tiefreichende Wurzeln und holen sich die Feuchtigkeit von unten. Und da habe ich noch dazu gesetzt einen Lotus Corniculatus, einen Hornklee, genau. Der gewöhnliche Hornklee ist eigentlich eine Frechheit, der Name, gewöhnlicher Hornklee, weil es ist eine der absolut wichtigsten Schmetterlingsfutterpflanzen, gehört sicher zu den Top 20, würde ich jetzt einmal sagen, waren nicht zu den Top 10. Eigentlich eine Allerweltspflanze, die ganz gern dort wächst, wo so richtig trockene, knochentrockene Wegesränder sind. Ah, schau, jetzt kommt die Sonne einer in unser heißes Eck. Nein, da grüßt die wirklich. Das wird sicher ein super Kombi. Also da haben wir jetzt einiges an Blüten einmal reingestopft. Und ich zeige euch jetzt noch was Interessantes, weil wir da gerade bei den Königskerzen sind. Das letzte Mal waren aus Dernberg welche da und haben wir so ein bisschen gequatscht. Und da habe ich auch was ganz Interessantes erfahren, was ich nämlich nicht wusste, weil es da gut dazu passt. Königskerzen, das ist eine Königskerze. Ich halte mir die immer auf, weil das sind richtige Kunstwerke. Das ist die Wurzel. Also eigentlich, die Königskerzen ist so drinnen. So steht sie in der Erde. Die ist übrigens im Gemüsegarten gewachsen. Ganz witzig. Die wollte ich nicht weggeben, weil es einfach so cool ausgeschaut hat. Und man hat früher, was heißt früher, könnte man natürlich jetzt auch noch machen. Seht ihr, auf was ich hinaus will? Es ist ein bisschen zu lang, Aber wenn ich größer war, passt aber. Ein Spazierstock. Nehme ich wirklich nicht schlecht. Ultra leicht. Schaut voll cool aus. Man kann sie da natürlich spülen, den kann man schälen und dann kann man das vielleicht sogar ein bisschen schleifen, dass das glatt wird. Und angenommen, ihr seid eine Oma oder ein Opa, dann könnt ihr natürlich auch eure Enkel mitnehmen. Auch mit dem Spazierstock bestücken. Hier Kinderspazierstock, Erwachsenenspazierstock. Alles da. Nein, ich habe das wirklich cool gefunden. Weil das einfach, auf sowas denkt man nicht. Und es ist wirklich, das müsst ihr einmal probieren, eine Königskerze so wie die musst du einmal abbrechen probieren. Das schaffst du nicht. Die ist,
Ja, wenn ich es so machen würde, geht's. Aber das ist ein unglaublich festes Material. Und die liegt aber jetzt schon bei mir zwei Jahre herum. Also das war wirklich einen Versuch wert. Ich glaube, ich werde in das Spazierstock-Business groß einsteigen. Ich kündige meinen Deko-Block an. Der kürzeste Deko-Block aller Zeiten. Und jetzt kommt der gescheiter Deko-Block. Aber nicht von mir. Es tut mir leid. Ich kann das nicht. Muss ich wieder anfangen zum Regnen gestern. Ich
Jetzt wandelt sich das Ganze langsam in einen Actionfilm. Mit langsam beginnender Dramaturgie. Ah, Bärega, so ein Häcksler. So, da kann man jetzt allerhand damit machen. Meine Hühner werden es lieben. Jeder, der Händeln hat, weiß das, wenn man ein neues Stroh oder Spreu einsetzt. Mögen sie einfach, das taugt ja. Wir bei uns eine frische Bettwäsche, es ist herrlich. So ist bei den Händeln auch. Es kennt aber auch, wenn ihr es zum Beispiel gewisse Pflanzen setzt, wie alles, was so diese Mullböden mag. Buschwindröschen wäre zum Beispiel was. Oder die Waldsteppenanemone. Dann kann man sowas als Mulch draufgeben. Das ist im Prinzip wie ein Laub und dann verrottet das ganz gut. Aber ich werde das irgendwo deponieren, wo der Osterhase Zugriff hat drauf. Weil das brauchen natürlich die Osterhasen dann für die Osternester. Da legen sie dann die Eier rein und solche Sachen. Das ist, wo soll er es denn herkriegen? Ich meine, er kann nicht einmal einkaufen gehen momentan. Da haben wir bei einem Osterhasen eine Maske drauf. Wie schaut denn das aus? Also werden wir sie irgendwo deponieren und dann kann er sich das holen und irgendwas kann man noch machen. Was kann man noch machen damit? Ah ja. Genau, das ist eigentlich die Hauptfunktion. Das meiste kompostiere ich eigentlich von dem Material. Aber ihr seht, da kommt jetzt, selbst wenn ich alles häcksel, sind es vielleicht, keine Ahnung, 7, 8, vielleicht sind es 10 solche Schaffeln. Und das kannst du dann super einschichten, weil das Material hat natürlich unglaublich gut Luft. Das wäre auch nicht schlecht für so heißrotte Geschichten zum Beispiel. Aber mir wandert es halt dann den Kompost, dann kann man immer so schöne Schichten einbauen. Ja, ist natürlich ein perfektes Kompostiermaterial. Aber auch wenn ihr einen Gemüsegarten habt, könnt ihr das super aus Mulch nehmen. Also alles Mögliche könnt ihr machen. Wenn das alles nicht gefreut, der nimmt einfach den Großschübel und stopft ihn so ein in den Kompost. Geht auch. Ist einfacher. So geht es halt schneller. Er verrottet so schneller. Und wir brauchen ja auch irgendwas zum Tun. Es ist halt so. Der Naturgärtner muss sich doch auch beschäftigen. OMG. Ich kompostiere auch Tageszeitungen. Das ist der Platz, wo sie hingehören. Zumindest manche Tageszeitungen. Das ist von der Heimbuche. Ah, super. Und dann haben wir unseren Gräserhäcksel. Gräserhäcksel. Das ist einmal ein gescheiter Komposter. Da kannst du wenigstens aufstellen. Ja, da hat schon noch was Platz. Da geht noch viel einer. Da werden wir noch welche bauen, weil Kompost kann man nicht genug haben. Brauchen wir dann zum Topfen. Zup, 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 zup. Ist wirklich ein Traummaterial, Kompost. Echt. Jetzt bin ich endlich einmal gezwungen, dass ich bei den Händeln wieder ausrahme. Es ist eh höchste Zeit. Aber es ist, ich meine, jeder hat natürlich nicht die Möglichkeit, dass er Händeln halt oder Hühner hält. So sagt man schön. Man hält Hühner, weil ja Hühner einen unfassbar kräftigen Dünger haben. Den kommt man dann dazu mischen wieder, auch in den Kompost rein oder man streut ihn dann. Ich tue ihn immer aufgehalten. Dann wird er trocken und dann haue ich ihn irgendwann im Herbst drüber. Beim Gemüse zum Beispiel. Oh, da kann man sie austoben. Also, meine lieben Naturgartenfreundinnen, Freunde,
Naturgarten-Fans, Naturgarten-Fanatiker-Fan kommt ja von Fanatiker, wisst ihr es alle. Ich bin ein Naturgarten-Fan, ein Naturgarten-Freund. Also, es taugt mir voll, dass wir immer mehr werden. Natürlich unabhängig von mir auch, weil man merkt das Ganze. Es gewinnt einfach an Bedeutung und das ist gut. Der Garten ist ja philosophisch betrachtet vielleicht nur passend zum Thema ein guter Traktorsound im Vorbeifahren. Es ist hier ein Landsound in der Luft. Es ist ja auch sinnbildlich, vielleicht ist der Naturgarten ein Imitat der Natur, den wir ja immer mehr verlieren. Deshalb haben wir ja wahrscheinlich immer mehr das Bedürfnis, zumindest im eigenen Garten das Gefühl zu haben, wir machen ein bisschen Natur und ich glaube, dass das Ganze vom Garten auch nach außen sich tragen wird und trägt. Das ist so. Deswegen stehe ich da ganz gern neben meiner Tafel, neben der Naturgartentafel und lasse mich von der Schlehe da stechen, die ja auch ein gutes Sinnbild ist für einen Naturgarten. Also, ich hoffe, es war ein bisschen Informatives dabei. War halt ein seltsamer Mix, zugegeben. Pflege von Hartholz, Nisthilfen und Gräserhäckseln. Aber ich habe einfach, ich habe das machen müssen. Das gehört einmal erledigt. Dringendst, gell? Macht es gut. Bis zum nächsten Mal in eurem Naturgartenparadies. Ah ja, das wollte ich noch kurz anschneiden. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Mir hat wieder ein sympathisches, junges Paar geschrieben, dass sie Probleme mit dem Pächter haben aufgrund der Penjeshecke. Denn die Penjeshecke ist ein Rattenlager. Es ist, sorry, ich muss wirklich immer, ich schwanke zwischen Weinen und Lachen. Es ist unglaublich, es ist wirklich ein Wahnsinn. Aber diese Dinge ändern sich, wird sehen, und je mehr, die Penjeshecke war ja, ich muss jetzt echt einmal eine machen, weil die Penjeshecke war ja ein cooles Symbol des Widerstandes. Oder Widerstand ist ein blödes Wort, ein Symbol dieser Bewegung irgendwie. Irgendwann wird es dann jeder kapieren und dann wirft einmal jeder eine Penjeshecke rum. Es war schon immer so, es war immer so. Am Anfang wirst du belächelt, dann wirst du angefeindet und dann wirst du imitiert und ganz am Schluss, ich habe es ja immer gesagt, Penjeshecke ist einfach, hast du keine Penjeshecke? Also, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Spitzt es euch am Pächter vor. Liebe Grüße. Nothing left to hide, not even from myself.